Hallo, seid willkommen zu einer weiteren Ausgabe Ragnarok. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Euch ist sicherlich schon auf dem ersten Blick aufgefallen, dass Kratos ein bisschen anders aussieht als in den letzten zig Folgen. Er hat eine neue Rüstung an. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich habe mir mal gedacht, ich probiere mal was Neues aus. Habe ein bisschen Off-Cam, ein bisschen mir nochmal alle möglichen Rüstungen durchgelesen. Ich habe mir auch alle Rüstungen, die man so bei den Zwergenschmieden kaufen konnte, letzten Endes noch herstellen lassen. Und habe jetzt, soweit möglich, jedes einzelne Rüstungsset zumindest mal dabei, verfügbar und wollte daraus bestehend mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Und mir fiel auf, dass diese ausgesprochen hübsche Rüstung ein paar coole Boni hat. Zumindest jetzt hier der Schulterpanzer. Kratos Nahkampfschaden erhöht sich basierend auf seiner Rage. Und wenn man mal schaut, wir haben maximale Rage verfügbar. Ich habe zwar jetzt gerade aktuell kein Fitzelchen angesammelt, aber wir haben ja das Maximum freigeschaltet, könnten also vier Rage-Balken vollkriegen. Und je mehr wir haben, desto mehr Schaden macht diese Rüstung oder schaltet diese Rüstung frei. Nahkampfschaden. Außerdem ganz cool, das Ding setzt voll auf Vitalität. Jedes Rüstungsteil, der Brustpanzer setzt auf Vitalität, wie man sieht, die Handschuhe auch und auch der Hüftgürtel. Die beiden Teile, Armrüstung und Hüftgürtel, bringen außerdem noch eine Chance auf einen Rage-Schub bei erlittenem Schaden. Also immer wenn ich getroffen werde, kriege ich Rage dazu, mache mehr Schaden, weil ich mehr Rage habe. Und je niedriger meine Gesundheit ist, desto höher ist die Glückschance für diesen Schub. Ja, die Schubmenge verdoppelt sich nochmal, wenn man beides hat, Armrüstung und Hüftrüstung, von 12 Rage-Punkten auf 24 dann. Ist schon richtig geil. Und durch diese hohe, hohe Vitalität habe ich außerdem hier einen coolen Zauber mir freischalten können. Der hat 170 Vitalität Vorgabe. Das ist die stärkere Regenerationsessenz. Fügt eine größere Menge konstanter Gesundheitsregeneration hinzu. Auch das finde ich sehr, sehr nice. Dann brauche ich mich nämlich zwischen Kämpfen nicht zu heilen. Was haben wir noch? Wenn Kratos Gesundheit auf ein kritisches Level fällt, wird kurz eine unbesiegbare Barriere aktiviert, die bei Abschluss eine Steigerung der Stärke, Nahkampfschaden, und einen Gesundheitsschub gewährt. Ja, auch das ist ziemlich geil. Schützt uns also immens vom Sterben und macht uns auch stärker. Dann die Aeas-Rüstung, sehr hohe Glückschance auf einen Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Runenangriff-Tötung. Das stackt natürlich mit dem Glück, von dem wir jetzt nicht so viel haben, aber es könnte auch schlechter sein. 94 Glück. Mal gucken, ob wir da in Zukunft noch ein bisschen was steigern können. Und ansonsten trage ich gerne weiterhin das Svartalfheim-Set. Für den Betäubungsschadenbonus basierend auf meiner Abwehr, die nämlich auch sehr hoch ist mittlerweile. Wow, 418. Also ich mache auch immer noch sehr, sehr wahrscheinlich hohen Betäubungsschaden. Und die Niflheim-Sicherheit als Set erhöht den Nahkampfschaden, wenn meine Gesundheit über 75 liegt, auch basierend auf meiner Abwehr. Damit mache ich summa summarum, wenn ich volle Rage habe, sehr, sehr viel Nahkampfschaden. Unglaublich viel Nahkampfschaden. Falls ihr das wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob es irgendwo eine Übersicht gibt, wie viel DPS ich jetzt zurzeit mache. Ich meine, so etwas irgendwo mal gesehen zu haben. Ach, siehst du, die Stärke erhöht sogar den Schaden aller Angriffe und Fertigkeiten, nicht nur Nahkampfangriff. Okay, cool. Also wir machen richtig Damage. Ich habe mich richtig auf Damage geskillt, kann man sagen. Das Schwächste, was durchaus ein bisschen Ausbesserungsbedarf hätte, wäre eigentlich die Abklingzeit. Die ist nämlich jenseits von Eden mit ihren 30. Also da kann man noch ein bisschen was machen, würde ich sagen. Ja, und ansonsten finde ich die Rüstung halt auch absolut hammer-stylisch. Hab die jetzt aufs Maximum, fast aufs Maximum, nicht ganz. Ne, die sind erst auf 8. Ich glaube, 9 ist das Maximum. Und wir sind jetzt auch insgesamt auf Charakterstufe 8. Und ich habe, weil ich es Offcam machen wollte, weil ich Bock drauf hatte in dem Moment. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen und habe hier die Prüfung schon abgeschlossen. Die töte 99 Gegner in Muspelheim. Habe ich tatsächlich geschafft, bevor ich mir diesen Skill hier angeeignet habe. Ich habe es mit Stufe 7,5, glaube ich, geschafft.
Ihr habt ja in einer der letzten Folgen schon gesehen, dass ich da sehr nah dran war, von daher habt ihr eigentlich nichts verpasst. Mir hat damals nur die Zeit gefehlt eigentlich, um das adäquat zu schaffen. Ging jetzt richtig gut, dadurch wurde eine Truhe freigeschaltet und wir schauen jetzt gemeinsam mal rein, was wir als Belohnung kriegen. Durch die 99 Kills. Bin sehr gespannt. Lodernde Glut. Verstehe. Die Belohnung variiert je nachdem, in welcher Reihenfolge wir die Herausforderungen abschließen. Oh, na gut. Wenn wir sie in einer anderen Reihenfolge abschließen, ist die Belohnung anders. Aha. Alter, da spreche ich gerade noch von der neuen Rüstung. Übrigens auch wichtig zu wissen, es gibt verschieden mächtige, also von der Grundausstattung her, mächtigere und weniger mächtige Rüstungen. Die hat hier zum Beispiel drei Stat-Verbesserungen, die auch, die neue hier jetzt auch. Ich bin aber lange Zeit hier mit zwei Stat-Verbesserungen rumgelaufen. Ja, beim Brustpanzer ist es jetzt ein Vorführeffekt. Nee, der Scheiterhaufen hat auch drei. Okay, dann ist es tatsächlich auch noch mal von Rüstungsteil unterschiedlich. Der Scheiterhaufen hat immer drei. Okay, nehme ich alles wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Scheiterhaufen ist krass, wenn man auf die Schutzmomentum-Fähigkeiten hier abfährt. Ja, die haben wir ja auch eine ganze Weile benutzt. Das Ding hier ist jedenfalls neu. Surtz versenkte Kürass. Stärke. Keine Abklingzeit leider. Kratos Angriffe, die Gegner während ihrer eigenen Angriffe treffen, fügen zusätzlichen Schaden zu. Auch nicht schlecht. Aber die gefällt mir optisch auch irgendwie nicht so. Ich finde meine Skillung eigentlich ganz geil im Moment. So, das heißt, wenn wir die. Ah ja. Okay, jetzt wurden auch die Prüfungen, glaube ich, wieder resettet. Ja, die ist jetzt gesperrt. Das heißt, wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Prüfungssteine. Es kann sein, dass jetzt alles wieder verfügbar ist. Genau, da leuchtet doch schon das Zeichen. Wenn man die in der bestimmten Reihenfolge abschließt, kann man quasi andere Belohnungen kriegen. Wahrscheinlich die anderen zwei Rüstungsteile. Die kann man jetzt einfach spielen. Wir haben sie schon gespielt, deswegen sind sie ja auch angehakt. Also, ich werde jetzt nicht hier im Rahmen des Let's Plays nochmal in verschiedenen Varianten diese Prüfungen machen. Mache ich wieder off-cam, das langweilt euch ja nur, ihr kennt das jetzt alles schon. Und ich werde es natürlich auch wieder schaffen. Hab's schon mal geschafft. Das bedeutet aber auch, dass wir diese Quest. Ja, dass wir diese Quest quasi nur abschließen können. Hier bei den Aufträgen, glaube ich. Oder bei den Gefallen. Die letzten sechs Schmelztiegel-Herausforderungen abschließen. Im Schmelztiegel von Muspelheim warten neue Herausforderungen. Wir sollten die anfänglichen Arenen nochmal besuchen, um unsere Fähigkeiten weiter auf die Probe zu stellen. Der Abschluss verschiedener Kombinationen dieser Herausforderungen scheint einige letzte Herausforderungen in der Hauptarena freizusetzen. Wie kompliziert, Leute. Also wie gesagt, nicht im Rahmen des Let's Plays. Ich mache das Offcam und zeige euch dann meine Erfolge, aber das machen wir jetzt nicht. Worauf ich viel mehr Lust habe, ist mit meiner neu gewonnenen Power mal ein paar Berserkersteine im Besuch abzustatten. Da haben wir nämlich noch einige nicht gemacht. Einige haben wir noch nicht mal entdeckt. Lasst uns das doch mal in Angriff nehmen. Genau, ich erinnere mich in der vorletzten Folge. In der letzten Folge haben wir in Midgard bereits einen Probekampf gehabt gegen drei Berserker. Zwei Geschwister, die in so einem Doppelteam zusammengekämpft haben und begleitet von einer dritten Kämpferin. Mit denen könnten wir uns nochmal anfreunden. Oder wollen wir ganz woanders hin? Ich weiß nicht. Das war nicht in Midgard, das war in Alfheim.
Das war hier. Meine ich. In Vanaheim gibt es noch einen. Den kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Und in Helheim gab es, glaube ich, nee, in Niflheim gibt es noch einen. Jötunheim gibt es keinen. In Svartalfheim haben wir alles. Sicher, dass das nicht hier war? Das hier ist dann irgendwann das letzte, das Königsgrab. Genau, Berserkerstein 0 von 1 abgelöst. Das heißt, der kommt erst noch. Ihr wisst ja Bescheid. Ja, Niflheim. Ah, der ist noch neu. Den kennen wir noch gar nicht. Hier gibt es diese Trainingsprüfungsherausforderung. So viele sind gar nicht mehr übrig. Dann gehen wir jetzt hier ins Ödland. Und probieren, dieses Dreier-Team zu schlagen. Ich meine, es gibt auch irgendwo noch eine Nonnentruhe. Ich weiß aber nicht genau wo. Aber die soll jetzt nicht Teil der Folge sein. Wir wollen uns ein bisschen mit den Berserkern battlen. Wir können hier nochmal kurz einen Blick auf die neuen Rüstungen werfen und nochmal kurz zeigen, dass wirklich nur noch ein... Oh! Den Soul-Schulterpanzer kann ich sogar schon aufs Maximum schaffen. Klar, ich habe ja eben... schwelende Glut freigeschaltet. Ich habe auch wieder sehr viel Hacksilber gesammelt. Eben gerade auch nochmal einen riesen Batzen bekommen. Wir könnten die Rüstung aufs Maximum schaffen. Passt gut. Habe ich gerade Bock drauf. Egal wie gut die Surt-Rüstung eventuell werden könnte, ich will das durchziehen hier. Allerdings. Bindungsbereit Trophy freigeschaltet. Wahrscheinlich, weil ich eine Rüstung komplett upgegradet habe. Wir sind fast Stufe 9, Leute. Jetzt kommt der spaßige Teil. Kann ich noch eine Waffe upgraden? Chaosklingen sind auf Maximum. Mehr geht nicht. Gut, dann frohes Metzeln. Ja, vielen Dank. Dir auch frohes Metzeln. So, wir gehen zum Berserker. Da oben hat mich gerade kurz irritiert. Ist das eine Fackel? Ich dachte erst, es wäre so ein Bernstein-Vorkommen wie auf Vanaheim, wo so Kristalle drin sind, aber ist nicht so. Habe ich übrigens auch im Krater noch ein paar gefunden. Habe die gegen Geschenke aus dem Wunschbrunnen eingetauscht. Da kam immer wieder ein riesiger Batzen Geld mit raus. Und ein paar schöne Materialien. Rüstungen kamen aber keine mehr raus. Das war ein komisches Geräusch gerade. So, ja, ich erinnere mich. Mit denen hatten wir schon das Vergnügen. Es war nicht so angenehm, gegen die zu kämpfen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe wieder ein paar Tage nicht gezockt. Dann drückt mir doch mal die Daumen, seid so lieb. Ich brauche euren Glauben an mich gegen diese harten Gegner. Yeah!
Ich hab sie doch gleich. Ich krieg sie nicht tot, ne? Ich krieg sie nicht platt gemacht hier. Es ist zum Verrücktwerden. Sie nimmt auch immer weniger Schaden am Ende. Stirb doch mal jetzt! Meine Herren! Oh. So, eine haben wir. Ja. Dadurch wird's nicht einfacher. Ah, die teilen sich die Energie. Oh shit, das war mies. Das war mir klar. Ich hole mir deinen Hab sie. Ja, stirb. So. Was dann? Dann bekommt der König, was er verdient hat. Das kennen wir schon. Rache wird dir keinen Frieden bringen. Ist es Rache, wenn es gerecht ist? Das musst du dir schon selbst beantworten. Asgards Sicherheit. Ein weiterer davon, es gibt sehr viele davon, ne? Die Asgard-Sicherheit bringt Abklingzeit, interessant. Aber mir gefällt der, ja, der Setbonus ist auch nicht schlecht, ne? Erhöht den Schaden aller Waffenangriffe und Fähigkeiten von Kratos basierend auf seiner Abklingzeit. Das sind aber diese Spezialangriffe. Also das hier. Und ich glaube, wenn man den Kram hier macht, der Schaden davon ist damit gemeint. Ja, wir kommen dem König Rolf Stück für Stück näher. Oh, Berserker Kyros, tell me more. Jetzt habe ich mein Set gefunden, jetzt werde ich hier überhäuft mit geilen Sachen. Guckt euch mal das an. Das hat einen Vierer-Bonus. Nee, das hat einen Fünfer-Bonus. Der bringt auf alles ein Plus. Oh. Die Verwendung einer Reliquie erhöht eine Zeit lang den Schaden durch Kratos Nahkampfangriffe enorm, aber auch den erlittenen Schaden. Okay, zweischneidiges Schwert, aber klingt interessant. Das Ding ist ja nicht schlecht. Gerade habe ich sie upgradet aufs Maximum. Kommt wieder anderer cooler Kram. Naja. Was stand da eben noch mit Aussehen bearbeiten? Ach, ich kann Transmutationen machen. Das wusste ich auch nicht. Cool. Ja, das ist nett. So, ja, Berserker besiegt. So viele sind nicht mehr übrig. Jetzt gehen wir nach Niflheim. Vergiss nicht, dein böses Schwertheft. Das böse Schwertheft. Klingt wie so eine Sammelzeitschrift. Für so Schwertsammler. Irgendwie. Okay, das war gut. Ja, auch wieder sehr viel Hacksilber bekommen und auch Erfahrungspunkte. Wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht noch einem
Ja, genau. Die Dinger hier. Die werden wir mal verbessern. Den wollte ich verbessern. Der gefällt mir nämlich gut. Den haben wir schon verbessert. Den Chaosklingen ist alles tutti. Beim Speer auch. Okay. So, zurück zum Portal und dann ab nach Niflheim. Waren da auch lang nicht. Und Stück für Stück kommen wir dem Endgame auch näher. Wir werden demnächst den Krieg auf Asgard anführen. Vorher machen wir uns noch so stark wie es geht. Holen uns noch ein paar schöne Berserker-Belohnungen. Zwischendurch mache ich auch die Muspelheim-Prüfungen weiter. Dann schauen wir mal, was Odin uns so entgegensetzen kann. Ich glaube nicht, dass es viel ist, ehrlich gesagt. Nee, ich unterschätze ihn vielleicht auch ein bisschen. Oh! Ich kann die Leviathan-Axt verbessern. Seit wann? Ist das neu? Habe ich das eben gerade freigeschaltet? Es sieht so aus, ja, die Frostflamme. Fast Ah, Stufe deine 9. Feinde werden in tausend Stücke zerfallen. So, wir haben alle Waffen auf Maximum. Wenn es dir nicht gefällt, bring's einfach zurück. Gibt es dafür keine Belohnung? Jetzt kommt der spaßige Teil. Nichts ins Auge gesprungen? Nö. Niflheim. Oh. Okay. Da kommen wir so gar nicht hin. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Vom Rabenbaum aus gibt es keinen Weg dorthin. Interesting. Hätten wir den machen sollen, als wir da unterwegs waren? Es gibt nur noch den. Und in Midgard. Dann sind wir erstmal durch. Wir können gar nicht weiter Jagd auf Berserker machen. Gut, wir haben mit diesem Stein ja 3 besiegt. Das sind ja 12. Und dann können wir eigentlich direkt die Hauptquest weitermachen. Cool. Gefallen? Ja, wir müssten noch hier so ein paar Blüten sammeln. Und 2 Berserkerseelen fehlen noch. Genau. Krass. Den einen in Niflheim und den König Rolf. Denke ich. Oder in Niflheim sind auch wieder 2 Gegner, das kann sein. Wissen wir nicht, kommen wir nicht hin. Uns fehlen auch noch 3 Artefakte. Mach ich als Offcam. Lass uns zur Hauptquest übergehen, das ist doch auch spannend. Dann gibt es jetzt Krieg. Ganz einfach. Vielleicht kommen wir auch im Rahmen des Kriegs nochmal nach Niflheim. Kann doch sein. Da ist das Ziel. Wir gehen zum Ruderer. Tor. Schade, dass wir in Niflheim nicht weiterkommen. Aber gut, ist so. Können wir nichts machen jetzt. Gespannt, wie es Wir hier können es weitergeht. wohl nicht länger hinausschieben. Gehen Nee. wir lieber zur Tempelbrücke und treffen uns mit den anderen. Machen wir. Und vielleicht haben wir ja, trotzdem wir jetzt diese Hauptquest weiterführen, immer noch die Chance, ein bisschen rumzulaufen und kommen irgendwie nochmal nach Niflheim. Wer weiß, wer weiß. Boah, jetzt müssen wir da erstmal irgendwie hinkommen, ne?
Aber es geht wohl doch einfacher als gedacht. Ja, wir müssen hier rüber. Dann Riesenbogen laufen durch das Schneefeld hier. Letzte Folge war auch so geil. Es war eine richtige Boss-Rush-Folge, ne? Ich war ganz happy, dass ich 5 Bosse in einer Aufnahme gepackt habe. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Rabenwächterin und der Drache ja zusammengehört haben. Und auch die Berserker, die im Team kämpfen, haben natürlich auch zusammengehört. Aber es sind Bosse. Jeder einzelne waren Bosse. Gut. Ich bin bereit. Ja, ich auch. Die Armeen sind bestimmt in ihren Heimatwelten versammelt und erwarten das Gjallarhorn. Ich schätze, ich hatte gehofft, einige von ihnen hier zu sehen. Ja. Wenn sich alle Weltentürme zugleich öffnen, wird das was werden, Junge. Boah. Odin wird nicht glauben, was ihm bevorsteht. Nein. Odin konnte sich Lebzeiten darauf vorbereiten. Trotz Groas Täuschung hörte er als Tier die Wahrheit. Du darfst ihn nicht unterschätzen. Ja. Eine mitreißende Rede. Wirklich inspirierend. Alle ganz schön angepisst gerade, ne? Aber Kratos hat 100% recht. Nicht unterschätzen den Mann. Der weiß alles. Wow, die Walküren sehen anders aus. Willkommen zurück. Hildis Vini hat von deinem Erfolg erzählt. Wir haben entsprechend geplant. Tja, was Hi. Wäre Ragnarök ohne Ragnarök? Wer schließt sich uns noch an? Ich sehe die Walküren. Noch besser. Sie sind wiedergeboren. Körperlich und unverdorben, dank einer erklecklichen Menge Warnenmagie. Sie sind jetzt Schildmeiden. Schön. Und dein Bruder? Er hat es geschafft. Die Alben haben einen Waffenstillstand und vereinen sich gegen Asgard. Das verschafft uns einen Vorteil aus der Luft. Und mit Hels Armee als Vorhut. Was ist mit Sindri? Werden die Zwerge kämpfen? Wir haben nichts von ihm gehört. Aber es bleibt noch Zeit. Und ich glaube, wir können den Weg für die Ragnarök-Bestie jetzt freimachen. Na, wenn das so ist, warum überhaupt Sorgen machen? Da ist Sigrun. Die Chefin. Sigrun. Schön, dich wiederzusehen, so lebendig. Oh, ja, ich war nicht ich selbst beim letzten Mal. Zum Glück geht's dir gut. Süß. Meine Königin, die Schildmeiden werden unter den Kräften aufgeteilt, die aus Alfheim, Helheim und hier in Midgard einfallen. Wir stehen bereit. Kratos, Atreus, Mimir, bitte entschuldigt mich. Oh, dann gute Nacht. Freya, hast du unseren Weg aus Asgard festgelegt? Wenn uns die Türme hineinbringen, bringen sie uns hoffentlich auch heraus. Und was, wenn nicht? Alle wissen, worauf sie sich einlassen. Bei unserem Plan fehlt nur noch eins, ein Anführer. Diese Ehre gebührt dir. Ja. Du hast einen Anspruch darauf und genießt den Respekt deiner Truppen. Und du kennst diesen Feind bereits. Ich habe seine Invasionsarmee in Schach gehalten. Das hier ist unsere Invasion, eine Belagerung seiner Lande. Ich brauche unseren erfahrensten Kriegsgeneral auf dem Feld. Anrechte, Prophezeiungen und Fürsprecher sind mir alle egal. Wir müssen einfach gewinnen. Freya. Ich weiß, ich verlange viel. Vielleicht schläfst du drüber. Als ob wir jetzt noch eine Gelegenheit zum Schlafen finden. Kratos, dein Zelt ist rechts. Und Atreus, deins ist links. Wir kriegen wirklich eine Gelegenheit zum Schlafen. Ein junger Krieger braucht seinen Raum, oder? Ja. Wow. Danke. Schlaf noch einmal darüber. Mhm. Teile mir deine Entscheidung morgen früh mit. Es ist natürlich völlig klar, dass Kratos als Kriegsgeneral handeln wird. Die Frage ist nur, ob wir nicht gleich in dieser schwachen Position, nämlich des Schlafengehens, gleich attackiert werden. Dass Odin uns invasiert, statt wir ihn. Ich habe mal gespeichert. Verzeihung. Sigrun? Darf ich kurz mit Mimir sprechen? Ja, das ist Sichi. Ich
Ich weiß nicht, was der Morgen bringt, aber wenn das unsere letzte Nacht ist, möchte ich in dieser Zeit nicht nur Hass fühlen. Erzählst du mir noch eine alberne Geschichte? Nichts täte ich lieber. Außer vielleicht ein Tanz. Ich bin nur etwas außer Übung. Dieser Kopf. Bei allem Respekt. Meine Geschichten sind nicht albern. Doch, sie sind alle albern, Mimi. Wir wollen nicht streiten. Ja, ja. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich sag's euch. Odin überrascht uns gleich. Trau dem Frieden nicht. Da ist das Horn. Irgendwas passiert jetzt. Aber Sigrun sah furchteinflößend aus mit dieser roten Maske. Generell sehen die alle ganz schön badass aus, die Walküren. Aber es ist der Hammer, dass wir jetzt die mächtigen Walküren in unseren Reihen haben. Kann ich hier schlafen? Klar. Guck mal, die liegen im Schnee, ne? Die haben nicht mal irgendwie noch so eine Zeltdecke bekommen. Na doch, es geht. Muss trotzdem scheißkalt sein. Der Junge hat nicht mal ein Kissen. Du musst zur Ruhe kommen. Ja. Ich kann nicht. Dann kann ich dir etwas erzählen. Ich einschlafe. Erzählst du mir den Rest morgen? Natürlich. Jetzt schließ die Augen. Da war ein alter Mann, der hackte Holz für sein Dorf. Jeden Abend da nahm er die Stämme auf seinen Rücken und brachte sie den anderen. Doch die Stämme waren schwer und er wurde schwächer mit den Jahren. Eines Tages warf er die Stämme hin, da er ihr Gewicht nicht mehr tragen konnte. Und er wünschte sich den Tod herbei. Und als der Tod kam, hat... Gut. Den Rest gibt's morgen. Fühlt sich extrem nach Abschied an. Ich glaube, wir kommen so leicht nicht mehr in die Open World zurück. Das wird ein Riesenschritt, was gleich passiert. Man merkt es oft daran, wenn Kratos emotional wird, dass wir einen großen Schritt im Begriff sind zu machen. Der hat Riesenangst um seinen Sohn und um das, was passiert.
einzige, die meinen feinsinnigen Humor je verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Verärgert dich meine Bitte? Tod gehört nun mal zum Leben dazu, Liebster. Ich will vorbereitet sein, wenn meine Zeit gekommen ist. Wie ist sie eigentlich gestorben? Wer hat sie getötet? Diese Mimik ist fantastisch. Wir Sterblichen müssen sowas tun. Ich bin froh, dass du jetzt bei mir bist. Ist auch eine tolle Schauspielerin übrigens, die sie verkörpert. Hat bei Daredevil mitgespielt, falls ihr das gesehen habt. Du bist ruhig. Ich habe nichts zu sagen. Sag irgendwas. Ich höre deine Stimme gern. Ein Scheiterhaufen. Ich hätte etwas anderes gewählt. Oh? Ich habe gerade meine Hand an ihrer abgewischt. Ja, an die Markierungen kann ich mich erinnern. Das ist dieser Schutzkreis in dem Wäldchen, in dem sie gelebt haben. In meinem Land begraben wir unsere Lieben. Du würdest mich auf ewig unter der Erde einsperren? Du wärst in meiner Nähe. Rührend. Mein Leichnam würde dich beruhigen. Das ist schon morbide, ja. Dann doch lieber verbrennen. Einst wolltest du dein Ende kontrollieren, oder? Das war anders. Die Umstände ja. Nicht die Absicht. Die Rüstung ist schon richtig schick, oder? Du rüstest dich für eine ferne Zukunft. Es liegt noch sehr viel Zeit vor uns. Ich will eine bessere Zukunft, die ohne mich existieren wird, wann immer der Tag kommt. Für dich und unseren Sohn. Wir gehören immer zusammen, Kratos. Du bist immer ein Teil von mir. Ich bin immer ein Teil von dir. Und wenn du fort bist, dann stirbt auch dieser Teil von mir. Faye, wenn du nicht bei mir bist. Nein. Die Liebe gipfelt immer in Trauer. Und doch lieben wir, trotz des Unvermeidlichen. Wir öffnen unsere Herzen dafür. Wenn mein Körper verbrannt ist, dann sammle meine Asche und streue sie vom höchsten Gipfel aller Welten. Du wirst das für mich tun. Ja, das wird er. Auch wenn er null damit klarkommt, wie man sieht. Zutiefst zu trauern, heißt ganz geliebt zu haben. Öffne dein Herz
für die Welt, wie du es mir geöffnet hast. Und du wirst sehen, dass es sich lohnt, weiterzuleben. Feelings. Schöner Traum. Der Sohn ist bestimmt schon raus. Nee, der ist noch da. Was ist los? Es ist Zeit. Wir sehen uns dann draußen, Vater. Warum hat er das so komisch gesagt? Ein letztes Mal zur Axt greifen. Und dann hoffentlich Frieden haben. War eine lange Sequenz, Wir ne? Wir hatten gehofft, noch einmal gemeinsam zu kämpfen, meine Königin. Ich auch. Aber nicht als Königin. Als Schwestern. Bist du bereit? Ja. Ich bin euer General. Es ist eine Ehre, an deiner Seite kämpfen zu dürfen, General. Ja, Bruder. Ich bin an deiner Seite. Das sind alle. Also, deine Befehle. Auf zum Tempel. Gehen wir es an. Und ich sage euch, irgendwas geht jetzt schief. Das Gjatlerhorn blasen. Ich glaube, auf dieser Trompetenvorrichtung oben auf dem Dach macht man das. Hey, General Kratos! Ich habe etwas, das du für den Krieg brauchen wirst. Eine Atombombe oder so? Hallo, ich habe eine Rüstung gemacht. Für den Sturm auf Asgard und so. Dachte, du könntest sie brauchen. Ich hätte mir die Rüstung echt sparen können, ne? Die ich jetzt schön hochgeskillt habe. Wo ist denn die tolle neue Rüstung hier? Schicksalsbrecher, Schulterschutz. Boah, eine leichte Rüstung. Sieht cool aus, gebe ich zu. Die kostet nichts und stellen wir sie natürlich auch her. Danke, Lunda. Ach, du Romantiker, du kannst mir danken nach dem... falls, wenn wir es alle überstanden haben. Das werde ich. Kann man auch verbessern, aber selbst auf Maximalstufe verbessert sie unsere Charakterstufe nicht wirklich. Die bringt ordentlich Stärke, Abwehr, Vitalität und Glück. Es ist halt eine Viererrüstung, das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber unserer aktuellen Rüstung. Wir denken mal drüber nach, off-cam, was wir in Zukunft tragen werden. Kurze Stärkung von Stärke, Abwehr und Runenkraft und Widerstand gegen Taumeln nach Ablauf der Rage. Aha. Und die Armsachen. Rage-Zuwachserhöhung. Gut an. Und das in Kombination mit Rage-bezogenen Verbesserungen ist natürlich auch was wert. Ja gut, wenn die alle auf Maximum sind, kommen wir schon auf Stufe 9 mit dem Charakter, glaube ich. Wenn wir alle Teile verbessert haben, kommen wir auf jeden Fall drauf. Ja. Okay. Viel Glück da draußen, General. Ich glaube an dich. Danke. Wir bleiben jetzt erstmal bei unserer Soul
Panzerung. General. Vater. General. 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 Hey, Co. General. Der Quatschkopf muss immer eine Extrawurst machen, ne? Freya. Und jetzt? Hier ist es so duster, ich kann fast nichts sehen. Zum Bifröst. Mimir ist, glaube ich, unser Bifröst, ne? Ich kam hierher auf der Flucht vor der Vergangenheit. Für ein neues Leben. Ansprache. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich will diesen Krieg nicht. Es gab genug Leid. Die Prophezeiung brachte uns nicht her. Sie gewinnt auch nicht die Schlacht. Kriege gewinnen die, die bereit sind, alles zu opfern. Wenn das der Preis der Rache ist, dann bitte. Odin hat uns allen schon so viel genommen. Die Welten haben gelitten. Es reicht. Was es auch kostet. Das endet. Heute. Wenn ein glorreicher Abgang bedeutet, dass Odin ebenfalls brennt, dann wähle ich ihn. Mit einem sehr breiten Lächeln im Gesicht. Für Brock. Los. Ja! Ja! Der Muspelheim-Turm ist gefallen. Und wenn Odin dann nach Niflheim greift? Wir sperren Ragnarök aus. Wir müssen diese Kriegsmaschinen stoppen. Wir haben einiges an Einheiten vor. Okay. Kein guter Anfang. Mjölnir halt, ne? Warte. Ingwi, uns bleibt keine Zeit. Ich weiß. Warte. Ingrid. Ingrid! Und? An die Arbeit. Aha. Ihr drei, hinterher. Atreus. Freya, mir nach. Schützt die Flanken. Zu den Kriegsmaschinen. Schützt die Flanken. Zu den Kriegsmaschinen.
Nächste Folge. Ja? Ich bin so fies. Fetter Cliffhanger am Ende dieser Episode. Weil ich glaube, das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis wir hier zum Ende, zu einem gescheiten Ende von der Folge kommen. Würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Deswegen sehe ich hier eine perfekte Gelegenheit, das Ganze für heute abzuschließen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann gehen wir in den Krieg. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.